Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, bei Factorio. Beim letzten Mal haben wir hier das Lithium aufgesetzt und ja, damit bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden. Das heißt, wir werden hier erstmal 5 nur. Ich dachte, wir kriegen hier noch ein sechstes rein. Ah, ich glaube, wir kriegen hier noch ein sechstes rein. So, das hier ist ein Unding. Das wird erstmal abgerissen. Weil das muss von hier kommen. Wenn wir das schon. Stopp. Wenn wir das schon von hier unten bringen, dann soll das auch gefälligst ins unterste Warenhaus rein. Und zwar hier. Im Prinzip können wir das direkt. Ah, das ist super hässlich. So, dann nehmen wir hier alles raus. Schmeißen hier alles rein. Und dann ist das hier erstmal gegessen. Wie machen wir das denn hier? Wir müssen ja. Hier kommt überall so einer hin. Und dementsprechend natürlich auch hier unten. So, wir warten, bis es drin ist. Jetzt können wir die ganze Geschichte abreißen. So, dann packen wir erstmal ihn hier rein. Weil er muss da sein. Und dann können wir das eigentlich so machen. Damit bin ich einigermaßen einverstanden. Ist auch das jetzt zwar nicht. Schön ist es nicht. Machen wir das mal noch weiter. Hätte ich auch alles offscreen machen können. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Für die, die das jetzt nicht sonderlich interessiert. Aber wir haben das jetzt so gemacht. Dann machen wir hier nochmal Lithium. Wo fangen wir an? Nein, stopp. So sieht's gut aus. Sehr schön. Da kommt das Lithium rein. Und als nächstes, was machen wir als nächstes? Ich habe mal geguckt, was wir generell hier sonst noch so alles brauchen. Und das ist eine ganze Menge. Und darum wollte ich mal rausfinden, ob wir hier, was wir mit Silber anfangen können. Gucken wir einfach direkt mal, dann zeige ich euch das. Silver Plate, fangen wir mal an. Da brauchen wir vor allen Dingen für Solarpanels. Nicht wirklich interessant. Was haben wir sonst noch mit Silber? Silber-Zink-Batterien. Brauchen wir die? Viel fancy Zeug, aber bam. Satelliten brauchen 100 Silber-Zink-Batterien. Das heißt, Silber-Zink-Batterien ist etwas, das wir aufsetzen müssen. Leider. Denn es ist nicht ganz so einfach. Plastik haben wir. Zink haben wir noch nicht angeschlossen. Das müssen wir tun. Silberoxid haben wir nicht angeschlossen, müssen wir tun. Sodiumhydroxid haben wir nicht angeschlossen, müssen wir tun. Und alle drei kommen hier rein. Ne? Einfach schon mal, dass wir das wissen. Ich denke, wir fangen einfach mal mit. Also Sodiumhydroxid, das haben wir ja grundsätzlich hier. Nur nicht so viel. Ich denke, da werden wir dann so ein Salination Plant oder so irgendwie aufsetzen, damit es dann so richtig funktioniert. Dann. Haben wir hier das Zink. Ich denke, wir sollten einfach mal mit dem Zink anfangen. Weil das irgendwie die beste Überlegung ist, die ich jetzt mit der ich gerade irgendwie was anfangen kann. Ah, wir machen hier eine roten Welt hin. Zumindest bis zu diesen Punkt. Da kommt ein roter Splitter. Und dann drehen wir hier um. Das ist ein super Gewurschtel. Aber. Aber. Ach.
Bis hier, ne? Ne, Moment, da stimmt ja wieder. Stimmt das ja hinten und vorne nicht. So, bis hier und dann bis hier und dann hier nach oben. So ist es richtig. Und dann bringen wir das auf diesen Belt. Da kommt Zink ganz oben rein. Ich dachte, wir brauchen kein Zink direkt. Aber anscheinend habe ich mich da getäuscht. Und deswegen setzen wir das jetzt auf. Das hier haben wir eigentlich schon grundsätzlich so ziemlich vorbereitet. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. So, dann müssen wir jetzt hier nur noch Zink rein hinschreiben. Und wir müssen das nur wiren. Da sagen wir, wenn Zinkplatten kleiner sind als, sagen wir, 50.000, dann ladet das da rein. Zink aber sowieso mehr als genug. Ach, hier. Das sollten wir auch noch wiren. Da sagen wir, wenn Lithium, haben wir das hier irgendwo, hier Lithiumchlorid kleiner ist als, ach, wir sagen auch 50.000. Es spielt eigentlich auch keine Rolle. Wir füllen das Warenhaus einfach voll auf. Spielt alles keine Rolle. So, hier läuft das. Zink ist sowieso etwas, davon haben wir mehr als genug. Auch etwas besorgniserregend ist übrigens, dass ja Kobalt hier schon wieder zunimmt. Das heißt, wir haben bereits das ganze Warenhaus gefüllt, sind hier aber nicht wirklich ein großes Stück weitergekommen. Dafür erfreulich ist Nitinol. Wir haben Nitinol. Super. Generell müssen wir diese Warenhäuser ein bisschen im Auge behalten. Das ist hier das Zinkwarenhaus. Das sollte jetzt geleert werden, mehr oder weniger. Dann haben wir hier auch noch ein Problem, dass wir relativ viel Blei drin haben. Und Aluminium und Nickel. Aber das Blei ist das, was wir dann mal was als erstes Probleme machen wird. So, Zink läuft. Als nächstes, was hatten wir nochmal? Silber-Zink-Batterien. Brauchen Sodiumhydroxid, ist klar. Ich denke, das wird relativ einfach sein. Mit dem Salination Plan kriegen wir da relativ viel raus. Silberoxid. Silber. Das braucht man sogar für einiges. Oh ne, Moment, ich habe es falsch angeklickt. Silberoxid, das hier, ne? Braucht auch wieder Sodiumhydroxid. Oh Wunder, vielleicht sollten wir mit dem einfach mal anfangen. Und es braucht Silbernitrat. Silbernitrat kommt von Processed Silver. Und Nitric Acid. Klasse. So, ich würde aber sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Salination-Zeug an, weil das müssen wir so oder so irgendwann mal machen. Das heißt, weiche, du elender See. Weiche zurück. So, hier oben auch. Salination Plants. Mark 2. Können wir noch nicht herstellen, weil uns die Electronic Logic Boards fehlen. Ach, wir haben hier schon eins. Wir gucken mal, was kommt denn hier rein? Einfach Wasser. Einfach nur Wasser, okay. Da würde ich sagen, machen wir das mal hier. So. Wir können auch Salz machen. Aber wir wollen Saline Water. Und wir wollen Strom.
Und wir wollen Licht. Also, die produzieren jetzt Saline Water, pures Saline Water, das wir dann hier ist vielleicht ein bisschen ungünstig, die Location hier, ne? Ja. Denke Inventory full? Nee. Inventory ist nicht voll. Wir reißen es wieder ab. Das macht hier keinen Sinn. Wir machen das hier drüber, hier rüben, drüben. Können wir das in ein Warenhaus reinpacken, beziehungsweise wir machen das hier oben. Wir machen das hier. Hier kommen die Salination Plants hin. Oh, ist vielleicht hier. So, hier. Genau. Auf ein neues. Ihr kriegt auch einen eigenen Well, würde ich sagen. Und ich habe schon wieder Fische im Inventar. Das ist unglaublich. So, nee, der Well wollte ich. So. Na? Strom brauchen wir dann noch von hier unten. So, das wird schon mal produziert. Jetzt brauchen wir mehr von dem Zeug hier. Und ich würde was sagen. Wir haben ja noch 4 Stück. Ich denke, 4 sollten. Sollten doch hoffentlich ausreichen. So, ihr macht alle das hier. Weil ich glaube, es gibt es eine bessere Variante, um Sodiumhydroxid zu produzieren. Sodiumhydroxid. Produkt auf Sodium. Und das kommt von... Okay, das können wir hin und her wandeln. Das bringt uns nicht wirklich viel. Sodiumsulfate. Nee, ich glaube, das ist komplizierter als das, was wir jetzt hier tun. So, Licht. Sehr schön. Dann würde ich sagen... Machen wir das so. Und die produzieren ja 400 Saline Water. Und zwar alle 5 Sekunden. Die brauchen 100 Saline Water alle 2 Sekunden. Also eventuell müssen wir hier noch mehr Salination Plants oder so reinpacken. Wir brauchen 1000 Wasser. Die Frage ist, brauchen wir sonst noch was? Wasserstoff wird, glaube ich, sowieso gevoidet. Das Ding hier ist voll. Grundsätzlich. Ich denke, wir werden das einfach Flare stacken. Flare Stacks? Habe ich keine Flare Stacks mehr im Inventar? Nein! Das ist eine Katastrophe. Das darf nicht sein. Stone Bricks. So, wo sind die Flare Stacks hin? Warum haben wir Crush Coal im Inventar? Das können wir direkt hier reinpacken. Wo? Ach, die Flare Stacks sind hier unten. Ich hatte noch welche. Ich dachte schon. WTF. So, dann würde ich sagen, machen wir das... Machen wir das so. Sieht stylisch aus. Machen wir das bei 1. Ihr bei 2. Dann verbinden wir das. Und dann wird hier ordentlich geflare stacked.
Und übrig bleibt das Sodiumhydroxid, das wir so gerne haben. Wir sollten vielleicht auch, wir sollten es auf beiden Seiten haben. Dann kommt da ein Loader hin. Warum haben wir... Was fehlt es hier an Eisen schon wieder? Eisen ist ja nun wahrlich kein Problem. So. Ach, wir haben zu wenig Saline Water. Tatsächlich. Ja, wir werden das dann upgraden. Das ist ja absolut kein Problem. Ich meine, wir können auch theoretisch noch einen dritten hinpacken. Oder einen dritten und einen vierten für den Moment. So ist er nicht. Wir haben hier genügend Platz. Der Well ist jetzt vielleicht ein bisschen zu nah gebaut. Aber nichts Schlimmes. So, Licht. Dann... machen wir das hier ebenfalls. Und läuft. Wasser haben wir genug für den Moment. Also ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, die dann zu upgraden. Oh, Elektrizität wird knapp. Oh, wir sind bei 180 Megawatt. Krass. Volle Produktionsleistung ist erreicht hier. Wie sieht es grundsätzlich eigentlich mit unseren Tanks hier aus? Nafta ist gut. Fuel Oil ist super. Dann sollten wir direkt einfach mal das Silber-Zink-Batterien-Gedöns hier erforschen. Base Mineral Oil ist nicht gut, weil es gevoidet wird hier. Weil die hier voll sind. Das ist richtig. Das soll so sein. Wie sieht es mit euch aus? Euch müssen wir dann wahrscheinlich... Ach nee, ihr werdet auch geflairstackt. Ach so, das heißt, es müsste eigentlich... Du bist voll. Du bist leer. Also grundsätzlich staut sich jetzt das Fuel Oil. Das heißt, wir könnten theoretisch das hier duplizieren. Und dann einfach noch mehr mit diesen, mit den weißen Blöcken anfeuern. Vielleicht sollten wir das tun. Vielleicht sollten wir das einfach mal tun. Moment, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Erstmal kommt hier ein Loader hin. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, das ist die dritte Zutat. Die brauchen wir so oder so. Da brauchen wir aber auch nicht zu viel. Das heißt, ich will es jetzt nicht überdimensionieren. Das heißt, es kommt hier rein. Loader schon wieder alle. Machen wir direkt einfach mal 5 Stück. So, dann werden wir das auch direkt hier mal anschließen und sagen, hey, wenn Sodiumhydroxid. Kleiner ist als... Wir machen mal 15.000. So, müssen wir erstmal die Motoren fertigstellen und dann können auch die Loader gebaut werden. Beziehungsweise wir müssen noch warten, bis die 100 Wheels dadurch sind. Und dann würde ich fast sagen, kümmern wir uns mal um den Strom, weil das kann nicht sein, dass wir da am Limit laufen. Wir könnten auch die... Wie sieht es eigentlich mit dem... wie sieht es eigentlich AKW-technisch aus? Haben wir hier noch...
Ja, da ist noch was vorhanden. So, Silber-Zink-Batterien haben wir. Haben wir sonst noch was Wichtiges? Tungsten-Ally-Processing. Ich weiß nicht. Super-Loader. Wir haben ja nicht immer, noch nicht immer die blauen Loader. Die brauchen Lubricant, glaube ich. Die Express-Loader. Sollten wir vielleicht aber irgendwann auch mal aufsetzen. Battery MK2. Vehicle Plasma Cannon. Insert a Capacity Bonus. Das hört sich gut an. So. Mittlerweile sind auch die Loader fertig. Wir sollten vielleicht auch mal ein, zwei oder so von den alten Loadern machen. Jetzt wird das hier schon mal. Da wird schon mal aufgefüllt. Leider wird es jetzt wahrscheinlich das hier ziemlich. Ja, das wird sich leeren. Was vielleicht ein Problem ist. Wissen wir nicht. Die laufen auch nicht durchgängig hier. Also vier von den Mark 1ern sind immer noch nicht genug. Aber das Design hier von den Salination Plants ist echt schick. Also das muss man den guten Angel auch mal wieder loben. Das sieht echt super aus. So, dann kümmern wir uns jetzt um den Strom. Theoretisch können wir auf Steam Engines Mark 3 auch umschalten. Oder bleiben wir bei den 2ern? Ich weiß es noch nicht. Ich denke, ich werde das einfach blueprinten und dann kopieren. Ne? Wir haben hier Mark 2, genau. Oh, Moment mal. Die Boiler. Wir haben hier nicht volle Leistung. Warum denn das? Vielleicht reicht es, wenn wir die Boiler upgraden. Boiler Mark 3 bräuchte ein Invarplate. Ugh. Schauen wir mal. Invarplate. Kommt von Nickel und Eisen. Und das können wir eigentlich machen. Okay. Was ist das hier eigentlich? Ein Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten. Sollen wir Invarplates herstellen? Ich meine, wir müssen dazu einfach eigentlich. Kann ich wieder nicht reden. Wir müssen dazu eigentlich nur das Nickel fertigstellen, ne? Ich meine, der Strom, der kommt jetzt noch ein bisschen ohne uns aus. Grundsätzlich. Was braucht eigentlich so viel Strom? Wir können ja mal kurz gucken, was überhaupt so, was den ganzen Strom frisst. Electrolyzer brauchen wirklich viel Strom. 15 Electrolyzer brauchen mehr Strom als 100. Boah. Ich glaube, die Dinger hier, die haben uns jetzt echt. Energy Consumption 2,5 Megawatt, ja. Okay. Das erklärt einiges, weil wir haben jetzt sogar vier neue hingepackt. Brauchen wir einfach mal 10 Megawatt mehr. Okay, Nickel. Nickel haben wir hier ja. Irgendwo, ne? Hier. Hier, Nickelbarren müssen wir jetzt eigentlich nur noch Molten Nickel und dann Nickel Plates herstellen, ne? So schaut's aus. Okay. Ist das ein Baum? Das ist ein Baum. Wir brauchen Induction Furnaces. Zwei Stück. Wir brauchen Eisen. Also das wird jetzt so eine Folge, da gimpen wir einfach ein bisschen in der. Ja, wir gimpen einfach mal ein bisschen rum. So, Nitinol wird immer mal wieder ein bisschen produziert. Es kommt kein Titanium. Ja, Titanium ist halt ein bisschen Mangelware. Aber dafür haben wir jetzt direkt auch wieder eine
Funktion für unseren ganzen Nickel, für unseren ganzen Nickel-Zeug gefunden. So. Ihr macht bitte Molten Nickel. Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich ein gelber Belt, ne? Wir machen hier einen roten Belt. Oh. Ziehen wir das hier rüber. Ah, vielleicht so. Und es gehen uns die roten Belts aus. Das ist eher ungünstig. Wow. Dafür haben wir jetzt fast wieder zu viele. Ah, ich hätte auch direkt Underground Belts mitnehmen sollen. Ich Noob. Ne, wir lassen das so, das passt schon. Na, können wir vielleicht Strom haben? Können wir Strom haben? Will nicht. So, dann haben wir die Casting Machines. Ja, vielleicht können wir die ein bisschen kompakter bauen. 5, 6. Ihr macht Nickel Plates. Und dann fehlen Steinrohre. Und am besten machen wir noch eine Substation hier rein. Irgendwie so. Und hopp. Hälfte wird nie inserten. Und dann brauchen wir Licht. Also ich glaube Gold. Ich glaube, das können wir hier runterziehen. Es ist generell ist alles ein bisschen chaotisch hier. Also es ist alles irgendwo aufgebaut. Aber gut. Das ist ein anderes Thema. So, Nickel war wo? Jetzt ziehen wir natürlich nichts. Nickel war... Also hier fängt es ja an mit Kupfer, Kupferstahl, Eisen, Zinn, will Blei kommen. Da haben wir noch Kobalt irgendwie, das ist alles ein bisschen gemixt. Wo haben wir Nickel? Nickel ist hier. Nickel ist nach Blei. Auf der 5. Nickel ist auf der 5. Das heißt, jetzt gucken wir mal, ob das alles richtig ist. 1, 2, 3, 4, 5. Das hier wäre die 5. Das heißt, Nickel... kommt hier rein. Bevor ich das jetzt aber anschließe, ich werde hier einen Spalt lassen, einfach um zu sehen, ob das überhaupt erstmal funktioniert. Ist diese Lane tatsächlich frei? Das ist eigentlich die Nickel Lane. Das müsste grundsätzlich stimmen. So, dann nehmen wir einen richtigen Underground Belt. Dieses Bobmoniumfeld. Da könnte ich auch wieder... Hä? Jetzt sind wir doch... Ach, Stahl ist... Wir sind auf der 5.
Eins, zwei, drei, vier. Wir sind auf der 5. Na gut, dann kommt Blei dann halt auf die 6. Spielt ja nicht so eine Rolle. Ich glaube, die 6 ist auch frei. Dann weiter geht es. Ich hole mir noch kurz ein paar Underground Belts. Und dann würde ich sagen, machen wir das einfach hier. Hier haben wir noch Platz. Wir haben eigentlich mehr als genug Platz. Das heißt, wir müssen das hier unter. Ups, was ist da passiert? So, dann kommt Nickel hier runter. Und das war in. Inver haben wir ja, glaube ich, schon erforscht. Das ist in den blauen Furnaces. Blau ist Metal Mixing. Electric Furnace. Haben wir noch Metal Mixing? Electric Metal Mixing Furnace. Es fehlt an Stahl. Wir brauchen nicht viel davon. Wir machen 6 Stück, denke ich einfach. Das sollte reichen. So, außerdem brauchen wir Eisen. Da kommt hier ein Splitter rein. Nehmen wir das Kupfer mit. Und hier reicht ein roter Belt. So, dann haben wir die Electric Metal Mixing Furnaces. Schön auf derselben Höhe. Ihr macht bitte Invar. Wundervoll. Und da müssen wir 4 jeweils. Die äußeren werden Long Inserter. So, dann können wir jetzt auch das Nickel anschließen. Das werden wir jetzt auch direkt tun. Und Invar muss, glaube ich, auch nicht da hoch. Das ist primär für, um zum Bauen. Also auch das Kobalt hätte ich eigentlich da nicht hinpacken müssen. So, relativ weit zurück ist es. Ne, hier. So, Nickel kommt. Jetzt können wir auch auf dem Band weiterlaufen. Dann sind wir einen Ticken schneller. Was können wir forschen? Worker Robot Speed. Bringt das was für unsere Bots? Weiß ich nicht. Wir forschen es einfach mal. Und wir haben sonst nichts Besseres zu erforschen. Dann haben wir da tolle Substation Designs. Das geht auch schön, geht sich auch schön aus. Ja, wie dieser machen wir. Ne, wir machen das. Es müsste eins näher sein, damit es verbunden wird. Das Problem ist jetzt natürlich mit dem Output, ne? Gerade eher, weil man kann es hier durchrauten und dann kriegt man, na, man kriegt schon raus. Ach komm, wir nehmen gelben Belts. Das reicht schon. So, und dann packen wir das Ganze in eine ordentliche Kiste. Und sagen, ja, so viel, das reicht. Es ist im Prinzip das gleiche hier wie mit dem Gunmetal. Weil das brauchen wir für nichts anderes. Das Brass brauchen wir ja eventuell
noch für mehr, aber ich glaube, das Invar-Zeug nicht. So, dann haben wir jetzt jede Menge Crap im Inventar, den ich erstmal loswerden möchte. Zink kommt hier rein. Nickel haben wir jetzt gerade hier gemacht. Ein bisschen Licht wäre vielleicht nicht schlecht. Wäre ganz und gar nicht verkehrt. Machen wir das vielleicht hier irgendwie dazwischen. So. Hier ist es auch ein bisschen düster. So, die sehen jetzt nicht so schnell, spielt aber auch keine Rolle. Die müssen ja nicht schnell sein. Wie gesagt, wir brauchen nicht so viel Invar. Theoretisch können wir jetzt also die Boiler upgraden. Wir haben einfach von allem irgendwas im Inventar. Das ist unglaublich. Und das hier ist auch etwas, was ich nicht haben möchte. Hier. Die Boiler upgraden. Wir haben 9. Wir machen einfach mal 9 Mark 3er. Und dann gucken wir mal, ob das unsere Stromprobleme löst. Also offensichtlich reicht ein Mark 2 Boiler nicht für Mark 2 Steam Engines. Was, naja. Bio-Boiler. Energy Consumption 2,2. Der 5,1. Naja, Bio-Boiler scheinen auch für den Arsch zu sein. Da gäbe es noch Boiler Mark 4, die brauchen dann aber Tungsten. Das heißt, wir werden erstmal damit arbeiten. So. Gucken wir mal, reicht das jetzt? Jetzt kommt hier zumindest genügend rein. Sieht gut aus. Dann ersetzen wir das überall. Jetzt haben wir wieder 9 im Inventar. Den haben wir schon. Den haben wir auch schon. So, Strom sollte jetzt wieder gut sein. Jawohl. Wobei, wir brauchen jetzt weniger, ne? Ich denke, nichtsdestotrotz haben wir ja hier einen Blueprint genommen. Und duplizieren es jetzt hier einfach mal auf dieser Seite. Dafür brauchen wir jetzt natürlich viel mehr Boiler. Und viel mehr Steam Engines. Und ich glaube, wassertechnisch reicht das ein Well. Und dann hier kommt dann wirklich nur der gute Stoff rein. Na, mehr Boiler. Und jetzt fehlt's an. Stone Furnaces. Wir haben keinen Stein mehr. Na gut, ich denke, das Prinzip dürfte klar sein. Ich werde das jetzt offscreen noch zu Ende bauen. Und dann haben wir quasi unsere Stromproduktion erstmal verdoppelt. Ich hoffe, das läuft dann so, wie ich mir das vorstelle. Ja, das war's erstmal mit dieser Episode. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.